Karrierenkolleg Jugendhilfe im Wandel und hat dort promoviert zu Biografie und Habitus, Ethnographie, sozialpädagogischer Organisationskultur. Er hat in verschiedenen Forschungsprojekten zu Pädagogik der Kindheit und außerschulischer Kinder- und Jugendarbeit erarbeitet und mitgewirkt. Er hat hier in Kassel, seine Promotion war hier in Kassel. Seit 2007 hatte er eine junge Professur an der Universität Wildesheim zu Pädagogik der Kindheit, die dann in eine reguläre Professur übergegangen ist oder so, ja, zu Pädagogik der frühen Kindheit. Seine Arbeitsschwerpunkte sind qualitative Forschungsmethoden der Pädagogik der Kindheit, Erziehung und Bildung in Kindertageseinrichtungen. Aktuell beschäftigt er sich mit Übergängen im Lebenslauf und Alltag von Kindern. Und ein übergreifendes Thema ist das professionelle Handeln in den Arbeitsfeldern der Pädagogik der Kindheit. Peter, du hast das zu sagen. Ja, danke. Im Rahmen meines Vortrages mit dem Titel Kritik der Kritik, die hier zu sehen ist, was soziale Arbeit wirklich leistet, greife ich einige ausgewählte Professionalisierungsfragen der letzten 45 Jahre auf. Das ist natürlich vermessen und das kann natürlich nicht gelingen, aber ein paar Fragen möchte ich stellen. Das sind einerseits Fragen, die ich mit Werner Thole vor 15 Jahren hier in Kassel oder eigentlich in seinem Übergang nach Kassel diskutiert habe. Andererseits sind dies Fragen, die mich auch aktuell auf meiner Professur für die Pädagogik der frühen Kindheit in Hildesheim weiter beschäftigen. Also ich werde also so eine Art intergenerationalen Diskurs führen oder weiterführen, der ist ja hier schon in vielfältiger Weise angeschnitten worden. Ich beginne also mit Werner Thole zusammengeschriebenen, erarbeiteten, es war nicht immer einfach, Werner, verfassten Artikel. Es war mein zweiter Artikel mit Werner, in dem wir uns sozusagen zum 60. Geburtstag von Hans-Uwe Otto an der Frage der Professionalisierung, soziale Arbeit als soziale professionelle Dienstleistung abgearbeitet haben. 60 Jahre damals, 60 Jahre jetzt. Herzlichen Glückwunsch, eine gute Parallele für einen Vortrag. Dann greife ich Beiträge der 1970er Jahre auf, die wir mal damals 1999 in unserem Beitrag diskutiert haben. Das zentrale Werk war hier Sozialarbeit als Beruf, das wurde ja schon angesprochen, auf dem Weg zur Professionalisierung. Wie wir eben gesehen haben, gab es noch ganz, ganz viele Diskurse. Ich habe tatsächlich mich auf dieses Buch konzentriert, habe es nochmal gelesen. Das, was rechts und links lag, lasse ich mal quasi beiseite. Ich habe also vor allen Dingen für diesen Vortrag noch einmal dieses eine Buch gelesen. Ich stelle die Kritik der 1970er Jahre an der Praxis der Sozialarbeit nochmal dar, so wie ich sie aus heutiger Perspektive lese, greife unsere Kritik der 1990er Jahre auf und lese alles kritisch gegen. Ich stelle Bezüge zur heutigen Debatte, insbesondere auch in der Frühpädagogik dar, und oder, wie sie auch manchmal genannt wird, Kindheitspädagogik her. Ich komme schließlich dazu, kleine Vorschläge für Lösungen, kleine Vorschläge zu entwickeln, wie die sich aus der Kritik der Praxis ergebenden Probleme im Rahmen von Forschung auch bearbeitet werden können. In unserem damaligen Artikel Soziale Arbeit als professionelle Dienstleistung haben wir bezogen auf die Debatte der 1970er Jahre vor allen Dingen festgestellt, die Professionalisierungsdebatte der 70er Jahre hat als Subjekte der Veränderung vor allen Dingen die Praktikerin identifiziert, die in Anlehnung an Hans-Uwe Otto nur zögernd ihre individualistisch subtile, gesellschaftliche Widersprüche ausklammernde Praxis politisch zu rationalisieren und gesellschaftstheoretisch zu lokalisieren bereit waren.
zitiere uns von damals, die sozialpädagogischen Akteure schienen für eine engagierte Neuorientierung der beruflichen Handlungspraxen zu Beginn der 70er Jahre noch nicht bereit und vielleicht auch noch nicht hinreichend qualifiziert. Und weiter, im Kern konnte das sozialpädagogische Handeln in der Praxis als ein symptomatisches Zeichen für die unkritische Gesamtverfassung der Sozialarbeit gelesen werden. Wir diskutierten damals, ob die nachfolgenden Professionsdebatten dazu beigetragen haben, bei den Praktikerinnen ein Mehr an wissenschaftlichem Wissen in ihrem Handeln zu aktivieren. Und wir kamen zu dem Schluss, im Gegensatz zu den klassischen Professionen findet die Praxis der Sozialarbeit keine hinreichend disziplinär abgesicherten Wissenskorpus vor. Die beruflichen Akteurinnen bleiben weitestgehend auf sich gestellt. Das wurde auch eben auch schon angerissen in der Diskussion und stehen vor der Gefahr. Wir haben es vor dem Hintergrund ökonomischer Debatten nochmal verbalisiert, dass ökonomische, also fachfremde Wissensbestände ihr Handeln konturieren. Mit anderen Worten, wir haben die Frage gestellt, wie es der Disziplin soziale Arbeit gelingen kann, die nicht hinreichend wissenschaftlich abgesicherte Professionalisierung in neuer Form auch voranzubringen. Ich rekapituliere die Debatte der 1970er Jahre anhand der Beiträge aus dem Band von Otto und Gutermann und fasse wie folgt zusammen. Ausgehend von der Analyse tiefgreifender gesellschaftlicher Veränderungen wurde ein Professionalisierungsdefizit der sozialen Arbeit identifiziert. Angesichts der gesellschaftlichen Veränderung wurde es notwendig, die drängenden gesellschaftlichen Probleme noch besser, also professionalisiert, zu bearbeiten. Damit konnte sich die soziale Arbeit zum einen ihrer gesellschaftlichen Bedeutung vergewissern, musste aber gleichzeitig das Defizit ihrer Professionalisierung reklamieren. Ich nenne dies das Professionalisierungsdilemma auch der sozialen Arbeit. Außer Frage stand damit, dass soziale Arbeit eine zentrale gesellschaftliche Funktion hat. Es stellte sich nur die Frage, wie sie diese aber auch gesellschaftlich durchsetzen konnte, ohne dabei in diffuser Allzuständigkeit zu verschwimmen. Als zentral wurde dabei erstens der Ausbau von Forschung angesehen, zweitens die Professionalisierung der Praxis durch wissenschaftliche Ausbildung. Ziel war damit auch die Verwissenschaftlichung der Praxis sozialer Arbeit. Die aufstrebende Disziplin der sozialen Arbeit sollte dabei eine wesentliche Rolle spielen. Und an sie wurde die Hoffnung adressiert, dass sie diese Rolle auch wirkungsvoll einnehmen könne. Um die Diskussion der damaligen Zeit etwas plastischer zu gestalten, werde ich einmal, wie es sonst eigentlich eher unüblich ist, einfach die Stimmen von damals sprechen lassen. Eigentlich habe ich es aufgenommen, aber es ist so, dass das technisch nicht funktioniert. Und ich auch krank war und die Gelegenheit nicht hatte, Hans-Uwe Otto zum Beispiel anzurufen und bestimmte Texte nochmal zu sprechen. Zu den gesellschaftlichen Veränderungen sagten Otto und Gutermann, der rasche gesellschaftliche und soziale Wandel führte die soziale Berufsarbeit ständig zur Umorientierung. Sozialarbeit als Beruf befindet sich heute in einem Stadium des funktionalen und strukturellen Übergangs. Auf dem Wege, den die Sozialarbeit als Beruf zu gehen hat, stößt sie hier mit Notwendigkeit auf das Problem der Professionalisierung. Es sind durchaus unterschiedliche Positionen. Ich werde die Diskurse, die möglicherweise damals stattgefunden haben, nicht wiedergeben können. Linkes Leben sagt über das Defizit und die Versicherung der hohen gesellschaftlichen Bedeutung der Sozialarbeit. Zusammenfassend könnten wir festhalten, dass der Beruf des Sozialarbeiters heute noch nicht voll professionalisiert ist, aber dass in seiner Entwicklung eine echte Tendenz zur Professionalisierung erkennbar ist. Frohe Hoffnung. Die diffuse Zuständigkeit als ein Problem des Professionalisierungsprozesses hat insbesondere von Dorn vorangetrieben. Wir meinen nun, dass diese Marginalität der Sozialarbeit und das Diffuse an ihr unmittelbar auf ihren Professionalisierungsprozess zurückwirken. Der einzig richtige Weg dürfte die weitere Entwicklung der Kernfunktionen des Berufes des Sozialarbeiters sein. Der unzureichende Stand der wissenschaftlichen Fundierung.
Dieses Bedürfnis nach Systematisierung, schreibt Krämer, und Theoretisierung ist ein Kennzeichen für die professionelle Weiterentwicklung der Sozialarbeit. Beim gegenwärtigen Stand ist dieses Bedürfnis vorwiegend von und in der Ausbildung zu identifizieren. Es wurde eine Gegenüberstellung gemacht von sowas wie einer intuitiven Kasuistik und einer eher höheren kognitiven Rationalität. Eine Schwäche der gesamten Position der Sozialarbeit, schreibt Otto, ist ohne Zweifel in dem bisher unzureichenden Stand ihrer theoretischen Fundierung zu erblicken. Entschuldigung, also er rekurrierte auf Untermann. Es werden überwiegend die Handlungsweisen der Sozialarbeit auf eine Basis doktrinären Wissens zurückgeführt. Statt einer rationalen Ableitung seiner Handlungsvollzüge greift der Sozialarbeiter auf ein Wissen zurück, das dogmatisch normativ strukturiert ist. Und zur Wirkungsmächtigkeit der Disziplin. Der Theoretisierungsprozess der Sozialarbeit steht vor der Schwierigkeit, dass er nicht unter der systematisierenden Führungskraft einer bestimmten Disziplin steht, so Krämer. Auch wenn es gewagt ist, ich möchte ein bisschen die Parallelität zur Entwicklung auch in der Subdisziplin der Frühpädagogik markieren. Auch eine Subdisziplin, die sich sozusagen neu formiert und die vielleicht auch sowas gerade wie einen akademisch ausgebildeten Berufsstand entdeckt. Aktuell können wir also auch ähnliche Argumentationsweisen entdecken wie in den 70er Jahren in der Sozialarbeit. Angesichts neuer gesellschaftlicher Herausforderungen, angetrieben durch eine neue gesellschaftliche Aufmerksamkeit, wird hier einerseits bildungs- und sozialpolitisch die gesellschaftliche Bedeutung des Handlungsfeldes anerkannt. Andererseits wird damit aber auch das Professionalisierungsdefizit des Feldes markiert. Es werden zum Teil neue, nicht einfach erfüllbare Erwartungen an das Handlungsfeld herangetragen und dabei wird die Funktion eines nach Michael Sebastian Honig eigentlich multifunktionalen Feldes widersprüchlicher Erwartungen zum Teil auf Bildung und Förderung reduziert. Er schreibt 2014, so groß die Unterschiede, auch er bezieht sich hier auf die Debatte der 70er Jahre, die ja auch in Bezug auf die Frühpädagogik geführt wurde, so groß die Unterschiede zwischen der vorschulischen Reformforschung der 1970er Jahre und der elementardidaktischen Bildungsforschung der Gegenwart in Westdeutschland auch sind, gemeinsam ist ihnen eine charakteristische Finalisierung der Geltungsansprüche ihrer Aussagen durch bildungs- und sozialpolitische Prioritäten. Dies äußert sich in einer Rhetorik der Praxisrelevanz und hat zur Folge, dass die Pädagogik der frühen Kindheit und ihre Forschung nur ein Thema zu haben scheint. Das Verstehen frühkindlichen Lernens mit dem Ziel seiner bestmöglichen Förderung. Mit anderen Worten, es geht um eine verbesserte, professionalisierte Förderung der Kinder, um kompetente, professionalisierte Fachkräfte, die den neuen Anforderungen mit ihrem Kompetenzprofil Rechnung tragen. Die Rollenverteilung ist hier klar. Die Pädagogik der frühen Kindheit als aufstrebende Subdisziplin hat das Basiswissen für die Professionalisierung zu liefern. Die akademisierten Fachkräfte sollen nun mit einer forschenden Haltung das neu an sie herangetragene Wissen applizieren bzw. anwenden. Die Last der großen Hoffnung wird weitgehend subjektiviert, und das ist die Parallele, das heißt auf die Schultern der pädagogischen Fachkräfte geladen. Brüche und Transferproblematiken sind hierbei kaum vorgesehen. Damit wird aber auch ein großer Unterschied zur Professionalisierungsdiskussion der sozialen Arbeit evident. Während Sozialarbeitende der 1970er Jahre das wissenschaftliche Wissen in einer neuen Fachlichkeit gesellschaftskritisch zur Anwendung bringen sollten, fehlt dem forschenden Habitus der Kindheitspädagogik das emanzipatorische Potenzial. Gemeinsam ist ihnen jedoch, dass die Last der großen Hoffnungen, die ihnen über Professionalisierungserwartungen herangetragen werden, zu schultern haben. Meine Frage ist nun, wie können wir aus den damaligen Debatten und ihrer Weiterführung für die Diskussion um die Professionalisierung der Kindheitspädagogik heute lernen und das oben beschriebene Professionalisierungsdilemma bearbeiten?
Kritik der Kritik. Hans-Uwe Otto hat 1971 selbstkritisch vielleicht eingewendet, dass ein Großteil der Theorien nicht über den Rahmen einer typologischen Klassifikation hinausgeht. Er sieht das Problem nicht allein auf der Seite der Praktikerin, sondern auf der Seite der Wissenschaft. Die Theorien liefere, die schlichtweg nicht anwendbar seien. Er mahnt an, wir müssen die täglichen Probleme des Praktikers kennen und dann in dem angesammelten akademischen Wissensschatz nach Ergebnissen suchen, die dem Praktiker helfen könnten. Hierfür mahnt er eine neue Forschungsmethodologie an, aber auch eine verstärkte Kooperation zwischen Praktikerinnen und Forscherinnen. Ohne dies genau auszuführen, vielleicht erklärst du es später nochmal, plädiert er für mehr Lösungswissen, für klare Evaluationskriterien und vielleicht auch für Wirkungsforschung. Die akademische Debatte um die Professionalisierung, so meine These, scheint zuweilen mehr dazu zu dienen, die eigene Disziplin abzusichern und geht an den Fragen der Praxis vorbei. Also ich greife den Ball auf. Um dieses Argument abzusichern, gehe ich 10 Jahre weiter und schaue mir Argumente der in den 1980er Jahren geführten Kompetenzdebatte an. 1982 haben Thomas Lau und Stefan Wolf dafür plädiert, mit den Theorien über sozialpädagogische Kompetenz oder man könnte auch sagen, Theorien über sozialpädagogische Professionalität aufzuhören. Nicht unerwähnt bleiben darf dabei, dass sie diesen Appell in einem Herausgeberband zur Handlungskompetenz formuliert haben und dieser Appell gleichzeitig der Abschlusssatz des Bandes war. Lau und Wolf argumentieren, dass die Diskussion um Kompetenz nicht die Differenz zwischen wissenschaftlich, sozialpädagogisch erzeugten Problemen und praktischen Arbeitsproblemen zum Thema machen würde. Kompetenzmodelle würden Idealmodelle sozialpädagogischen Handelns entwerfen, die an den tatsächlichen Handlungsproblemen vorbeigehen. Sie würden auch davon ausgehen, dass eine Kompetenzverbesserung auf Seiten der beruflich Handelnden tatsächlich auch eine Verbesserung auf Seiten der Klienten hervorbringen würde. Kompetenzmodelle würden die benannten Differenzen eher einebnen und könnten darüber Professionalisierungsversprechen mehr oder weniger glaubhaft vermitteln. Sie kommen zu dem Schluss, ich zitiere, die Angemessenheit des sozialarbeiterischen Handelns bemisst sich praktisch an den Anforderungen der Arbeitssituation und nicht an einer idealisierten, das heißt kontextfrei formulierten Messlatte richtiger Praxis und sozialpädagogischer Kompetenz. Damit stellt sich auch die Frage, ob die von Hans-Uwe Otto damals geforderte Wirkungsevaluationsforschung, die sich ja mittlerweile weitgehend entwickelt hat, die Messlatte guter Praxis und guter Wirkung immer auch richtig anlegt. Ob sie nicht auch Messlatten bezogen auf ganz andere Fragen anlegen könnte. Und hier will ich anschließen an die Forschung, die wir auch in Kassel hier vorangebracht haben. Kritisch einwenden möchte ich zudem, in der Debatte der 60er Jahre hat die aufstrebende Disziplin der sozialen Arbeit ihre Zuständigkeit für Professionsentwicklung reklamiert. Professionalisierung der sozialen Arbeit sollte eben disziplingesteuert durch Verwissenschaftlichung der Praxis, Methodenentwicklung oder Ausweitung des disziplinären Wissens angestrebt werden. Lothar Wigger hat 30 Jahre später hierzu angemerkt, Profession und Professionalisierung seien für die Disziplin Forschungsthemen und Gegenstand von Theorie und Anstrengungen, aber nicht verantwortlich zu gestaltende Aufgaben, also die Diskussion, die eben auch geführt wurden. Auch wenn Profession und Disziplinentwicklung unweigerlich miteinander verbunden sind, hat die Professionsforschung eben nicht die Aufgabe, die Probleme der Praxis zu lösen. Ungeklärte Fragen des Zuständigkeitsproblems oder des Wissenstransfers. Hans-Uwe Otto hat 1971 die Hoffnung gehegt, dass eine anders konzipierte Forschung zu einer Professionalisierung der Praxis beitragen könnte. Vielleicht bin ich da skeptischer. Die Professionsforschung kann eben, wie ich eben gesagt habe, die Probleme der Praxis nicht lösen, weil die Ergebnisse der Professionsforschung auch nicht die tatsächlichen, weil das Wissen der Professionsforschung nicht einfach übertragbar und anwendbar ist. Auch wenn es an tatsächlichen Problemen der sozialen Arbeit ansetzen würde. Mehr disziplinäres Wissen über professionelles Handeln führt eben nicht eins zu eins zur Professionalisierung der Praxis.
Das hat auch etwas damit zu tun, wie zum Teil Theorie sich zur Praxis ins Verhältnis setzt. Damit komme ich zur Defizitthese in Orientierung an klassischen Professionen. In ihrer Abarbeitung an der klassischen Professionstheorie, und das war natürlich vielleicht auch ganz klar, dass das so in den 70er Jahren geschehen haben, war die kritische Professionsdebatte der 70er Jahre vielleicht eher konservativ. Sie hat sich an klassischen Professionsidealen orientiert und hat diese bewahrt. Sie hat keine alternativen Professionalisierungsverläufe einer Profession soziale Arbeit entworfen, auch keine anderen Vorstellungen entgegengesetzt, was professionelles Handeln ausmachen könnte. Soziale Arbeit konnte, gemessen an diesen Idealvorstellungen, wie dann Thomas Oll 15 Jahre später resümierte, nur defizitär sein. Als defizitär wurde sie in doppelter Weise beschrieben. Erstens war das Berufsfeld des als Ganzes defizitär, weil es die Professionskriterien nicht erfüllen konnte. Zweitens waren die dort agierenden Praktiker defizitär, weil sie Professionalisierungsansprüche der Disziplin nicht nachkamen. Die von Otto geforderte Kooperation und Wissenschaft und Praxis wurde auf Grundlage dieser Defizitperspektive nicht immer gelingend gestaltet vielleicht. Das ungeklärte Verhältnis von Professionsfeld und Profis. Positiv kann man aber der Debatte der 70er Jahre bescheinigen, dass sie die Professionalisierungsfrage bezogen auf das Professionsfeld und nicht nur bezogen auf den einzelnen professionellen Akteur diskutiert hat. Die aktuelle Professionsforschung konzentriert sich zum Teil auf den Mikrobereich professioneller Deutung und Interaktion. Sie nimmt nicht mehr in den Blick, dass professionelles Handeln in Professionsfeldern geschieht, die das Handeln mehr oder weniger stark kulturieren. So nehme ich es auf jeden Fall sehr stark in der Frühpädagogik wahr. Insbesondere die aktuelle Kompetenzforschung reduziert professionsbezogene Fragen auf das mehr oder weniger kontextlose individuelle Vermögen. Allerdings hat die Debatte der 70er Jahre das Verhältnis von Professionsfeld und Profis nicht ganz geklärt, meiner Ansicht nach. Zuweilen wird an die Profis eben die Aufforderung herangetragen, individuell die Probleme zu lösen, die im Professionsfeld ungelöst erschienen. Es gab aber durchaus auch eine kritische Diskussion der gesellschaftlichen Funktion der sozialen Arbeit. Das kann positiv hervorgehoben werden, dass sie die Fragen der Professionalisierung eben auch an Fragen der gesellschaftlichen Funktion der sozialen Arbeit gekoppelt hat. Während diese Fragen auch weiterhin in der sozialen Arbeit debattiert werden, stehen sie in der Kindheitspädagogik kaum zur Debatte. Die Profession hat die an das Professionsfeld herangetragenen Förderungsauftrag umzusetzen. Die Disziplin liefert hierfür das notwendige Wissen. Ich komme zum Schluss, vielleicht zu einem kleinen Lösungsvorschlägen. Vor 15 Jahren habe ich mit Bernhard Hohle die Frage aufgeworfen, wie es der Disziplin im Rahmen von Forschung gelingen kann, die nicht hinreichend wissenschaftlich abgesicherte Professionalisierung in neuer Form voranzubringen. Viele Antworten sind hier möglich, ich werde mich auf wenige reduzieren. Zunächst, erstens, das Verhältnis von Professionsforschung und Professionalisierung von Disziplin und Profession entspannen. Professionsforschung kann untersuchen, wie soziale Arbeit und Kindheitsforschung praktische Probleme bearbeitet. Sie kann die praktischen Probleme aber nicht lösen. Und besonders, sie kann die Professionalisierung der Profession oder die Weiterentwicklung der Profession begleiten, aber nicht verantworten. Zweitens, ich plädiere dafür, weniger Idealvorstellungen von guter Praxis zu evaluieren, sondern, wie Lau und Wolf gefordert haben, professionelles Handeln im praktischen Vollzug in den Blick zu nehmen. Der von Werner Thole, Burkhard Müller, Stefan Köhngelter und mir entwickelte ethnografische Ansatz orientiert sich hieran, indem er die sozialen Praktiken in professionellen Handlungs- und Berufsfeldern zum zentralen Gegenstand der empirischen Untersuchung macht. Durch Befremdung gelingt es dann, auch das Unerwartete und das bislang wenig Beschriebene in den Fokus zu rücken. Indem die grundlegende Frage aber in den Mittelpunkt gestellt, wie gehandelt wird, verfolgt dieser Ansatz nicht vorrangig professionalisierungstheoretische Ansinnen,
die die Performance der Praxis bewerten und über diese Bewertung berufliches Handeln verbessern wollen. Indem berufliche Vollzüge als kollektives Zusammenspiel von beruflich Handelnden entworfen werden, wird der berufsbezogene Blick gleichzeitig dezentriert. Von Interesse ist dann nicht, wie individuelle professionelle Akteure wie gut was leisten. Im Blick ist vielmehr, welche Praktiken in professionellen Handlungsfeldern kollektiv als professionelle hervorgebracht werden. Indem ethnografisches Frauenschauen diese Perspektiven befremdet, kann auch der Hüftschwung eines Jugendarbeiters, die Bewegungen der Erzieherin im Raum Gegenstand professionstheoretischer Fragen werden. Wer das Buch gelesen hat, Björns Hüftschwung, ich werde das nicht weiter erläutern, auch Björn lässt sich gegen später, als einige der Jugendlichen sehr aufgekratzt sind, immer wieder von der Stimmung der Jugendlichen anstecken. So beobachte ich, wie er in den kurzen Momenten, wie die Jugendlichen auch spontan zur Musik, die gerade läuft, auf der Stelle tanzt oder einen Hüftschwung zur Musik andeutet. Dies geschieht einmal, als er mit anderen Jugendlichen am Tischgitter steht, ein anderes Mal, als er gerade durch den Raum geht. Ich kann aber keine Reaktion darauf von den Jugendlichen erkennen. Wir haben diese Stelle gedeutet mit Burkhard Müller und Werner Thole, Stefan Köhngetter, gerade als Ausdruck von professionellen Handelns in diesem Feld. Nur noch ganz wenig. Drittens, mit dieser Perspektive auf professionelles Handelns kann Professionsforschung auch die Defizitperspektive auf die Profession vielleicht ein bisschen zurücknehmen. Maßstab sind weder allgemeine Professionsmodelle noch idealisierte Handlungsfelder, Vorstellungen. Sie macht die ethnomethodologische Antwort zu ihrem Maßstab. Diese lautet, es gibt gute Gründe, eine Krankenakte schlecht zu führen. Sie stellt die Perspektive in den Mittelpunkt. Was leistet Sozial- und Kindheitspädagogik, wenn sie so und nicht anders agiert? In Anlehnung an Michael Sebastian Honig stellt sich die Frage, wie werden Erziehung und Bildung als Erziehung und Bildung möglich oder anders formuliert, wie wird professionelles Handeln als professionelles Handeln möglich? Sie untersucht nicht die Professionalisierungsversprechen sozialpädagogischer Programme, sondern entwickelt alternative Sichtweisen auf professionelles Handeln. Viertens, berücksichtigt Professionsforschung nicht die Bedingungen der Möglichkeit der Professionsentwicklung in doppelter Perspektive von individueller Gestaltung und institutioneller Rahmung, bleibt Professionsforschung einseitig. Sie hat das Verhältnis von Akteur und Feld, von professionellen und Professionsfeldern auch im Verhältnis zu ihrer Disziplin zu reflektieren. Und damit hat sich die Disziplin selber auch als Akteur im Professionsgeschehen oder im Professionsentwicklungsgeschehen zu reflektieren. Und damit komme ich zum Schluss. Fünftens, ich möchte dafür plädieren, die Perspektiven zu verschieben, die Disziplin der Sozialpädagogik und der Frühpädagogik nicht als Akteur der Professionsentwicklung vorauszusetzen, sondern ihre Rolle als Akteur der Professionalisierung selbst auch zum Gegenstand reflexiver Überlegungen zu machen. Dies bedeutet, dass die Sozial- und die Frühpädagogik als Disziplin angesichts des beschriebenen Professionalisierungsdilemmas nicht nur ihre Chancen, sondern auch die Folgen ihrer Professionalisierung in den Blick nimmt. Professionalisierungsfolgenforschung wäre damit eine mögliche Antwort auf die Fragen, die Werner und ich vor 15 Jahren aufgeworfen haben. Ich bedanke mich für Ihre und eure Aufmerksamkeit. Kirche in Hamburg. So ist es zumindest ausgewiesen. Stimmt, gut.
studierte Diplom-Sozialpädagogin bist du, mehrjährige mehrjährige praktische Erfahrung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Von 2005 bis 2008 warst du Promotionsstipendiatin der Hans-Böckler-Stiftung und von 2009 bis 2010, stimmt 2009 oder war das 2010, da waren wir uns unsicher, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachgebiet von Werner Thole, 2009. Die Forschungsschwerpunkte oder deine Forschungsschwerpunkte, beziehungsweise jetzt noch ganz aktuell und wichtig, deine Promotion hast du zum Thema Analyse des Wandels, des Qualitätsverständnisses, Verständnisses in der Kinder- und Jugendhilfe fertiggestellt, und das gibt gewissermaßen auch den thematischen Rahmen deiner Forschungsschwerpunkte oder deines Forschungsschwerpunktes in dem Fall wieder. Gleichzeitig beschäftigst du dich aber auch mit Theorien der sozialen Arbeit, insbesondere unter einer gouvernementalitätstheoretischen, unter einem gouvernementalitätstheoretischen Zugang zu ausgewählten Publikationen, die alle so in die Richtung Qualität und Qualitätsdebatte und Qualitätsentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe gehen, möchte ich hervorheben, einen Aufsatz gemeinsam mit Sabine Stürbesand zur Repolitisierung sozialer Arbeit, Plädoyer für eine reflexive und koordinierte Unfügsamkeit in Fabian Kessel und Hans-Uwe Otto Soziale Arbeit ohne Wohlfahrtsstaat, Fragezeichen, Zeitdiagnose, Problematisierung und Perspektiven. Nur als ein Schlaglicht und im Vorgriff auf deinen Vortrag. Wir freuen uns. Vielen Dank. Werner, ich freue mich, den Tag heute, deinen 60. Geburtstag, mit dir hier verbringen zu dürfen. Nicht nur, aber auch, weil meine Sangeskünste, mit denen ist es nicht weit her, deswegen verzichte ich darauf, dir jetzt ein Ständchen zu singen. Stattdessen möchte ich dir aber gerne sagen, dass du in den letzten Jahren prägend warst für mich, prägend für mein Arbeitsleben, für meine Arbeit und für meine Perspektive auf soziale Arbeit. Und ich freue mich, dass unser Austausch nicht beendet ist mit dem Aufhören meiner Tätigkeit hier an der Uni. Ganz herzlich möchte ich dir nochmal danken für die Einladung zum heutigen Tag. Als du mich im Herbst letzten Jahres angerufen hast, um zu fragen, ob ich heute kommen kann, habe ich zunächst gesagt, das tut mir leid, da kann ich nicht, weil ich wusste, dass die Monate sehr arbeitsreich werden würden, der Januar und Februar. Nachdem du darauf verwiesen hast, was die Besonderheit dieses Datums heute ist, habe ich natürlich sofort zugesagt. Hier stehe ich nun und möchte Ihnen und euch in den nächsten Minuten im Kontext der Frage nach sich verändernden Kritikperspektiven und Weisen, insbesondere das Potenzial und auch kurz die Grenzen einer Variante der Kritik darlegen, einer Perspektive, einer Praxis der Kritik, die ich für vielversprechend halte. Beginnen möchte ich mit einführenden Anmerkungen, und die ich in einem zweiten Teil illustrieren und kommentieren möchte. Subsumieren lässt sich die von mir in den Blick genommene Kritikvariante am ehesten unter dem Label Diskurs analytisch inspiriert. Mit dieser Markierung ist deutlich, dass mit der Kritikvariante, die ich skizziere, im Folgenden spezifische Konzepte verbunden sind. Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang zunächst auf ein insbesondere durch Michel Foucault, aber auch Andreas Reckwitz beeinflusstes Subjektkonzept. Mit diesem verknüpft sind spezifische Handlungs-, Macht- und Diskursverständnisse. So fokussiere ich Subjekte als Unterworfene und sich zugleich Entwerfende, als Produzierte und Produzierende. Und das knüpft im Grunde genau auch an den Punkt an, an dem du aufgehört hast mit deinem Vortrag, als Gestaltende und Gestaltete. Entsprechend wird das Subjekt als herstellend und als im Handeln, also als hergestellt und als im Handeln herstellend gefasst. Damit verstehe ich Sozialarbeiterin als sich selbst sowie anderen unterworfen und zugleich über Praktiken der Freiheit verfügend. Das heißt, dass ich Sozialarbeiterin nicht als autonom Handelnde betrachte, sondern als eingewoben in sich wandelnde, allgegenwärtige, sich vielfältig ausbuchstabierende, beispielsweise lokal unterschiedlich zeigende Verhältnisse der Macht, ebenso wie in verschiedene nebeneinander existierende historisch spezifische Diskursstränge.
Gleichzeitig verstehe ich Sozialarbeiterin als im Handlungsvollzug über Praktiken der Freiheit und damit auch Möglichkeiten der Gestaltung, Durchquerung und Verschiebung verfügend. Das Soziale präsentiert sich auf diese Weise als Sozialarbeiterin nicht äußerlich, sondern als im Handlungsvollzug mehr oder anderes und damit nicht identisch. Unter Zuhilfenahme der angesprochenen Konzepte, so ist meine Idee, wird es möglich zu untersuchen, wie und ob sich auf der Mikroebene diskursive Formationen abbilden, die auf der Makroebene zu verorten sind. Eine beide Ebenen relationierende Betrachtung wird möglich, so die Annahme. In den Blick geraten kann, ob und auf welche Weise ein sich ins Verhältnis setzen zu beispielsweise der Rede über sich transformierende wohlfahrtsstaatliche Arrangements vollzieht. Untersucht werden kann also, ob und wie Thematisierungsweisen, die auf der Makroebene angesiedelt sind, Effekte auf der Mikroebene generieren, dort fortgeschrieben oder beispielsweise umgeschrieben werden von Sozialarbeiterinnen. Interessant scheint mir dabei insbesondere, dass die Arten und Weisen des sich ins Verhältnis Setzens in den Blick genommen werden können. Damit wird eine Berücksichtigung, so die Annahme, des Handelns von Sozialarbeiterinnen im Kontext sich beispielsweise verändernder wohlfahrtsstaatlicher Arrangements möglich. Denn, so die Überlegung, erst über die empirische Inblicknahme professionellen Handelns in Relation zu Machtwissensformationen, mit Bernd Dollinger gesprochen, ist es möglich, eine eigene Beteiligung der Etablierung und Reproduktion von beispielsweise Ordnungsvorstellungen bewusst zu halten. Eine Form der Selbstreflexion also einzulösen. Der zweite Teil, um das zu illustrieren, was ich kurz verdichtet skizziert habe, in diesem Teil möchte ich zur Veranschaulichung auf eine von mir durchgeführte empirische Untersuchung, auf meine Doktorarbeit, die eben schon angesprochen wurde, verweisen. Angesiedelt habe ich die Arbeit im Feld der Kinder- und Jugendwohngruppenarbeit. Im Rahmen der Untersuchung habe ich Experteninterviews mit Sozialarbeiterinnen geführt. Gefragt habe ich danach, was sich in dem von Sozialarbeiterinnen thematisierten im Zusammenhang mit der Rede von neuen Weisen der Steuerung der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland zeigt. Befragt habe ich die Sozialarbeiterin zu ihrem Handeln im Kontext neuer Steuerungsweisen ihrer Arbeit. Interessiert hat mich also, über welche Weisen des Umgangs der Gestaltung berichtet wird. Wissen wollte ich, wie etwas dargelegt wird und wie es kommuniziert wird und kommentiert wird. Damit habe ich nicht unmittelbar, das ist der Unterschied zu euch, auf Handeln, sondern auf die von Ihnen thematisierten Umgangs- und Gestaltungsweisen geguckt, also auf Ihre Rede über Ihr Handeln. Zur begrifflichen Markierung des thematisierten Handelns habe ich auf die spätestens seit 2005 erschienene Monographie von Fabian Kessel, auch im Bereich der sozialen Arbeit, bekannten Begriffe der Thematisierungsweisen und Thematisierungsfelder zurückgegriffen. Dieser Rückgriff hat mir ermöglicht, den diskursanalytischen Einfluss zu zeigen und zugleich zu verdeutlichen, dass sich das Ganze nicht auf der Ebene von Diskursen im Foucault'schen Sinne bewegt. Mittels des Begriffs der Thematisierungsfelder habe ich das von Sozialarbeiterinnen thematisierte inhaltlich strukturiert. Im Kontext des Begriffs der Thematisierungsweisen habe ich die Art und Weise, also die Form der Darlegung, systematisiert. Was zeigt sich, wenn ich so gucke, was zeigt sich über diese Form der Inblicknahme oder was hat sich gezeigt? Das möchte ich Ihnen ganz kurz darlegen, um das Potenzial dieser Perspektive zu illustrieren. Die interviewten Sozialarbeiterinnen berichten, dass die Einführung von Prozessen und Verfahren, die mit Qualitätsmanagement in Verbindung gebracht werden, dass sie der unfreiwillig zugestimmt hätten.
gezwungenermaßen, so sagen sie, hätten sie das Eingeführte umgesetzt. Die in den Einrichtungen der freien Träger erfolgte Konzeptionierung nach der Zustimmung und die Etablierung wird also als nicht freiwillig, man kann auch sagen, als in einem Verhältnis der Nötigung, einem Verhältnis, welches für und innerhalb der Träger als durch die Abwesenheit von Handlungsalternativen geprägt, zeigt, eingeführt. Die Interviewten präsentieren sich damit als machtlos und über ihre Berichte, auch wenn sie das nicht explizit sagen, als Veränderungsprozesse oder Transformationsprozesse fortschreitend. Thematisiert wird zugleich auch über Praktiken oder berichtet wird zugleich auch über Praktiken der Aneignung des Eingeführten. So wird beispielsweise die Auseinandersetzung mit der Güte der eigenen Arbeit in sogenannten Qualitätsentwicklungsgruppen als zum Arbeitsalltag gehörend und als durchaus nutzbar für die Arbeit der Träger vorgestellt. Dabei wird dafür votiert, Spielräume in Veränderungsprozessen zu nutzen und Bereiche, die den Arbeitsweisen der Teams entsprechen, auszubauen. So zeigt sich eine kreative Nutzung von Qualitätsentwicklung als Handlungsweise vor dem Hintergrund der Thematisierung einer bestehenden Unmöglichkeit, das Geforderte oder sich dem Geforderten zu entziehen. In Bezug auf eine unterschiedlich erfolgende Füllung des das eigentlich pädagogische, so wie es beschrieben wird, in der Kinder- und Jugendwohngruppenarbeit ausmachende, zeigen sich im empirischen Material Praktiken der Begrenzung von Standardisierungsbestrebungen. Also es wird thematisiert, dass es deutliche Standardisierungsbestrebungen gäbe und dass das eigentlich pädagogische davor zu schützen ist. Zum Teil erfolgen die Begrenzungen auch unter Zuhilfenahme von Standardisierungspraktiken selber. Damit werden standardisierte Praktiken als auf spezifische Handlungsbereiche begrenzt und als mit Strategien des Schutzes verknüpft präsentiert. Insbesondere die laut den Interviewten eigentliche Wohngruppenarbeit wird also vor Standardisierung geschützt. Über ihre Berichte präsentieren sich die interviewten Sozialarbeiterinnen damit als durchaus auch Transformationsprozesse gestaltend. Auch wenn sie dies so nicht explizieren, auch wenn sie sich selber insbesondere als machtlos, als unterworfen thematisieren. Das eigene Gestaltungspotenzial präsentiert sich also als verdeckt. In eine ähnliche Richtung weist auch die Thematisierung von Praktiken der Orientierung am Individuum, die sich durch das empirische Material zieht. Solche Praktiken werden insbesondere dann thematisiert, wenn es um eine Füllung des Qualitätsbegriffes geht. Gute Arbeit in Kinder- und Jugendwohngruppen zeigt sich als durchgehend mit thematisierten Praktiken der Orientierung an einzelnen Kindern und Jugendlichen verbunden. Als Aufgabe der Kinder und Jugendlichen wird bestimmt, dass sie sich weiterentwickeln. Als symptomatisch wird thematisiert, dass das lediglich bedingt von ihnen zu erwarten sei. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund, also der bedingt zu erwartenden Weiterentwicklung, werden Praktiken der Orientierung an individuellen Bedingungen, Ressourcen und als solchen thematisierten Handlungsmöglichkeiten als unerlässlich entworfen. So präsentiert es sich als bestünde eine Art und Weise des Unterlaufens einer zunehmenden Relevanz von Erwartungen, von normierten und effizienzorientierten Erwartungen an Kindern und Jugendlichen darin, sie als schwierige, als immer wieder in Krisen geratende und als per se scheiternde zu konzipieren. Gelesen werden kann dies als Verweis einerseits auf eine sich als gesellschaftlich dominant präsentierende Diskussion und entsprechende Anrufe des Einzelnen als leistungsorientiert und erfolgreich. In den Interviewtexten werden die Adressatinnen der Kinder- und Jugendwohngruppenarbeit als tendenziell nicht dazu in der Lage beschrieben,
einem solchen gesellschaftlichen Leitbild entsprechen zu können. Dies kann als schützende Haltung interpretiert werden, beinhaltet paradoxerweise aber zugleich auch eine Defizitorientierung. Darüber hinaus präsentieren sich Praktiken des Marktes in den Interviewtexten als zunehmend präsent. Distanzierung oder Formen der Gestaltung, zu denen sich als normal zeigenden Praktiken des Marktes, zeigen sich eigentlich nur in dem Interview selbst, also in kommunikativen Mitteln im Interview, über Ironisierung oder Lachen, nicht über Handlungsweisen im Arbeitsalltag. Die illustrativ angeführten Expertin-Interview-Texte zeigen, dass es Fort-, Fest- und Umschreibungen gibt in der Praxis, dass es Formen der Gestaltung des Umgangs gibt mit Diskursen, die auf einer Metaebene geführt werden, die auf einer Mikroebene sich deutlich abbilden. Und wenn man dieses als Augenblick versteht, so wie es heute Morgen thematisiert wurde, als Blick auf einen Augenblick, als Momentaufnahme, dann verweist es auf Veränderbarkeit, auf die Möglichkeit, genau diese Form der Gestaltung zu modifizieren, zu verändern. Und das ist das Ziel der skizzierten Untersuchung, des Vorgehens und einer möglicherweise ähnlich gelagerten Untersuchung über die Rekonstruktion von thematisierten Handlungsweisen zu hinterfragen, was das ist, was sich zeigt in der Praxis in der Verknüpfung einer Meta- und Mikroebene. Und genau das ist die Annahme, dass Thematisierungsweisen und Thematisierungsfeldern in den Blick geraten können und hinterfragt werden können über die Verknüpfung einer Machtwissens-, also verknüpften Betrachtung einer Machtwissensformation. Darüber sollen Räume für mögliche Veränderungen, für Veränderungen des sich Zeigenden eröffnet werden. Andere Handlungsweisen sollen denkbar werden, ohne aber, und das ist nochmal das Spezifische dieser Perspektive, vorzugeben, wie es anders sein könnte, wie etwas Neues aussehen könnte, ohne sozusagen einen Alternativentwurf vorzulegen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. So, wir gehen nahtlos über zu Holger Schulgen. Holger Schulgen hat hier in Kassel und in Cardiff studiert. Ist noch mit der Technik hier beschäftigt. Er war Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes, war von 2008 bis kürzlich 2013 Mitarbeiter an unserem Fachgebiet, also Fachgebiet für Kunstwissenschaften mit dem Schwerpunkt soziale Arbeit und ausgebildete Bildung, und ist seit 2013 im Institut für Sozialpädagogik an der Technischen Universität Dortmund beschäftigt. Seine Schwerpunktthemen, die sich zum Teil und zum größten Teil wahrscheinlich auch aus seinem Promotionsprojekt ergeben, sind die Anerkennungstheorie und Armut, Ausgrenzung und Beschämung. Ich freue mich sehr, dass du jetzt hier den Abschluss dieser jüngsten Generation machst. Vielen Dank für die Einleitung. Vielen Dank insbesondere auch für die Einladung. Ich darf jetzt hier als die jüngste Generation reden, was immer das auch bedeuten mag. Ich habe meinen Vortrag überschrieben mit dem Titel Zumutungen, Beschämungen, Missachtungen, das Subjekt als Ausgangspunkt für die Kritik gesellschaftlicher Praxis. Ich möchte mich damit noch einmal beschäftigen mit dem Titel dieser Veranstaltung, Kritik als Praxis. Kritik soziale Arbeit als Kritik als Praxis. Was ist das eigentlich? Was könnte das sein? Und wie könnte man das denken? Lassen Sie mich aber mit einem kleinen Vorwort beginnen. Als Werner mich vor einiger Zeit gefragt hat, ob ich auf dieser Veranstaltung einen Vortrag halten möchte, habe ich mich in besonderer Weise gefreut, da ich aus mehreren Gründen, zwei davon möchte ich einmal nennen. Die Veranstaltung ist ja zweierlei. Sie ist eine Fachveranstaltung, in der, so steht es im Programm, das Theorieprojekt der sozialen Arbeit diskutiert werden soll. Sie ist aber auch, und das steht nicht im Programm, wir wissen es doch alle, eine Veranstaltung der Ehrung. Werner Tholle ist 60 geworden. Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Der zweite Grund ist jedoch eher ein inhaltlicher. Kritik als Praxis
Welch treffender Titel für diese Veranstaltung, denn in der Tat scheint mir damit auf ein Projekt hingewiesen zu sein, das ich mit Kassel, mit Werner, ganz gut in Verbindung bringen kann. Sowohl das Geschäft der Wissenschaft wie auch die soziale Arbeit selbst ist aus dieser Perspektive immer auch ein politisches Projekt. Ein Projekt, welches Kritik an gesellschaftlichen Realitäten übt. Dies gilt für die wissenschaftliche Arbeit in Theorie und Empirie, wie auch für die Praxis der sozialen Arbeit selbst. Ausführungen, die in diese Richtung gehen, finden sich in unterschiedlichen Weisen immer wieder in Werners Publikationen und sie sind sicherlich ein zentrales Kennzeichen für die Form, wie Werner denkt, diskutiert und schreibt. In deutlichster Form hat er dies in seiner Eröffnungsrede auf dem Bundeskongress 2005 hier in Kassel formuliert. Ich zitiere: Eine Gesellschaft ohne das Soziale ist nicht zukunftsfähig. Eine Gesellschaft ohne soziale Arbeit ist nicht gestaltbar. Eine Wahl zwischen einer neutralen und einer engagierten sozialen Arbeit existiert nicht wirklich. Eine soziale Arbeit, die sich nicht auch politisch einmischt, ist undenkbar. Wenn eine soziale Arbeit sich auch zukünftig als Medium der Aufklärung und nicht der Ökonomisierung, Privatisierung, Destabilisierung und Flexibilisierung des Sozialstaates versteht, kommen ihre Akteurinnen nicht umhin, in ihrem professionellen Alltag ihre Einmischungskompetenz kontinuierlich zu realisieren. Und Werner argumentiert weiter, indem er den Bamberger Soziologen Gerhard Schulz zitiert, der schrieb: Die beste aller Welten ist nicht erreichbar, aber erstrebenswert. Dass die Suche nicht zum Ende kommen kann, ist kein Grund zum Pessimismus. Werner schließlich seine Rede mit den Worten: Ich hoffe, die soziale Arbeit und viele ihrer professionell Engagierten versinken nicht im Pessimismus, sondern bleiben der Utopie vom Besseren als konkreter Möglichkeit verbunden. Auffällig scheint mir hier zum einen zu sein, dass die soziale Arbeit selbst eine deutlich politische Rolle zugewiesen bekommt. Soziale Arbeit und die sozialpädagogischen Professionellen bekommen dabei die Aufgabe und auch die Expertise zugewiesen, zumindest eine Ahnung davon zu haben, wie diese andere Gesellschaft, die bessere Gesellschaft, aussehen könnte. Zum anderen wird jedoch, zumindest hier, überhaupt nicht konkretisiert, welche Ziele dabei konkret verfolgt werden sollten. Worin die Utopie besteht, bleibt vollkommen offen. Es scheint vielmehr um das Mitdenken der Idee zu gehen, dass eine andere, eine bessere als die gegebene Gesellschaft möglich ist. Ich möchte hier vielleicht einmal kurz innehalten und es bei dieser Feststellung belassen. Soziale Arbeit steht nach dieser Vorstellung vor der Herausforderung, immer auch Alternativen zu den bestehenden Verhältnissen zu denken und um Verbesserungen zu ringen. Vor diesem Hintergrund ist meines Erachtens auch der Titel der Veranstaltung zu denken. Kritik als Praxis wäre damit eine soziale Arbeit, die sich in ihrer Praxis auch der Veränderung gesellschaftlicher Realitäten verschreibt. Doch wie kann dies genau aussehen? Wie kann eine solche soziale Arbeit begründet werden? Ich möchte im Folgenden versuchen, eine Idee zu umreißen, wie dies eventuell möglich sein könnte, aber vielleicht vorher noch mal einen Schritt zurückgehen und mit einer grundlegenderen Frage anfangen. Was meint eigentlich Kritik, wenn wir von Kritik als Praxis sprechen? Genau mit dieser Frage hat sich Michel Foucault in einem Vortrag beschäftigt, welcher später in einem kleinen Bändchen mit dem Titel »Was ist Kritik?« erschienen ist. Darin fragt er, wie ist es möglich, dass man derartig im Namen dieser Prinzipien da zu solchen Zwecken und mit solchen Verfahren regiert wird, dass man nicht so und nicht dafür und nicht von denen da regiert wird. Dies erscheint als die zentrale Frage, um die es Michel Foucault geht, wenn er versucht zu beantworten, was Kritik ist. Seine Antwort auf die ihm selbst gestellte Frage lautet dabei im Durchgang seiner Argumentation wie folgt, Zitat: Wenn es sich bei der Regierungsintensivierung darum handelt, in einer sozialen Praxis die Individuen zu unterwerfen, und zwar durch Machtmechanismen, die sich auf Wahrheit berufen, dann würde ich sagen, ist die Kritik der Bewegung, in welcher sich das Subjekt das Recht herausnimmt, die Wahrheit auf ihre Machteffekte hin zu befragen und die Macht auf ihre Wahrheitsdiskurse hin. Dann ist die Kritik die Kunst der freiwilligen Unknechtschaft, der reflektierten Unfügsamkeit. In dem Spiel, das man die Politik der Wahrheit nennen könnte, so Foucault, hätte die Kritik die Funktion
der Entunterwerfung. Michel Foucault grenzt sich mit diesen Ausführungen davon ab, Kritik lediglich als Erkenntnisprozess zu verstehen. Für ihn besteht die zentrale Frage für die Kritik nicht darin, ob es etwas als wahr oder falsch gelten kann. Das Objekt einer aufklärerischen Kritik soll nicht länger nur theoretische Erkenntnis weisen, sondern die institutionalisierten Wissenssysteme einer bestimmten Machtordnung sein. Die Ausführung der Kritik selber soll nicht mehr bloß ein kognitives Unternehmen darstellen, sondern an die Ausübung einer spezifischen Praxis gebunden sein, die performativ auf die Unterwanderung des herrschenden Regelsystems zielt. Mit anderen Worten, Kritik wird hier in einer ganz bestimmten Weise als Kritik als Praxis verstanden. Lassen Sie mich zur sozialen Arbeit kommen. Nun wäre es sicherlich unsinnig, soziale Arbeit per se als eine kritische Gesellschaftspraxis zu beschreiben. Die überwiegende Großzahl der Tätigkeiten im weiten Feld der sozialen Arbeit, von den Kindertagesstätten bis hin zur Altenarbeit, vom Jugendamt bis hin zur Suchthilfe, ist gerade nicht darauf gerichtet, sich den gesellschaftlichen Regierungsweisen zu entziehen. Im Gegenteil, ein großer Teil der Tätigkeiten von Sozialpädagogen kann sicherlich viel mehr als Aufrechterhaltung und Bestätigung der herrschenden Ordnung gelesen werden. Soziale Arbeit ist in diesem Sinne mitnichten per se eine Form der Kritik als Praxis. Ich möchte mich nun an dieser Stelle nicht damit aufhalten, welche Aspekte in der Vergangenheit und Gegenwart im Kontext der sozialen Arbeit vielleicht eine Praxis dargestellt hat oder darstellen könnte, die tatsächlich in dem oben genannten Sinn Kritik darstellt. Vielmehr möchte ich vor dem Hintergrund der vorhin vorgenommenen allgemeinen Bestimmung von Kritik, die man sicherlich noch weiter ausführen müsste, danach fragen, was es denn bedeuten würde, wenn sich soziale Arbeit als Kritik als Praxis entwerfen würde. Und hier scheint mir die oben genannte Formulierung, dass Kritik bedeutet, dass die Wahrheit auf ihre Machteffekte hin zu befragen und die Macht auf ihre Wahrheitsdiskurse zu untersuchen sei, zum einen thematisch für die soziale Arbeit noch etwas zu unbestimmt und auch die Richtung, in welche eine gesellschaftsverändernde kritische Praxis zielen müsste, damit in ungenügender Weise thematisiert. Ich möchte aus diesem Grund nachfolgend mit einigen subjekttheoretischen Überlegungen aus einer etwas anders gelagerten theoretischen Schule der Frage nach dem normativen Standpunkt, von dem aus Kritik als Praxis begründet und entworfen werden könnte, nachgehen. Wenn ich hier das Subjekt in das Zentrum der Überlegungen rücke, dann passiert dies auch innerhalb der sozialpädagogischen Theoriediskussion selbstverständlich innerhalb einer gewissen Tradition. Ganz beispielsweise, so formulierte Michael Winkler bereits 1988, dass der Subjektbegriff, Zitat, den Sinnkern sozialpädagogischen Denkens darstellt. In diesem, so Winkler, sei nicht nur die generelle Gefährdetheit erfahrbar, sondern hier ließe sich auch eine Bestimmung für das Handeln finden, welches, jetzt wird es zentral, der Überwindung von Zuständen dient, in denen die Existenz als Subjekt verhindert wird. Diesem Ansinnen möchte ich mich anschließen, dies jedoch in einer etwas anderen Weise angehen. Im Folgenden möchte ich dazu das Augenmerk auf etwas richten, was vielleicht zunächst etwas trivialer scheinen mag, nämlich einem Gefühl. Dem Gefühl der Scham, um genauer zu sein. Ich baue dabei zum einen auf Überlegungen aus, die in der Tat aus meinem Dissertationsprojekt stammen, in dem ich mich mit Armut und Ausgrenzung im Kontext der Lebensmittelausgaben der Tafeln beschäftige. Und zum anderen auf ganz aktuelle Diskussionen und gemeinsame Überlegungen mit der Kollegin Veronika Magge-Haas der Universität Zürich. Gefühle möchte ich dabei in Anschluss an Sigurd Neckel als eine Form verstehen, in denen Menschen erlebte Wirklichkeit unmittelbar mit einer bestimmten Bedeutung ausstatten. Das Schamgefühl, so Neckel, ist dabei das Gefühl, in dieser Wirklichkeit seine Selbstachtung verloren zu haben. Schamgefühle sind dabei keineswegs ausschließlich als Emotion eines Individuums zu betrachten, sondern darüber hinaus im sozialen Kontext zu verorten. Dies gilt sowohl dafür, dass sie in sozialen Beziehungsgefügen und Interaktionen hervorgebracht werden, als auch für das Fundament, auf dem sie fußen. Eine nützliche Unterscheidung hat hier beispielsweise Käthe Meyer-Drawe eingeführt, die grundsätzlich zwischen der Scham und dem Schamgefühl unterscheidet. Scham ist für Meyer-Drawe ein verborgener, affektiver Regulierungsmodus sozialen Verhaltens.
Während das Schamgefühl hingegen auftritt, wenn gegen diese Regulierungsweise der Scham verstoßen wird. Scham realisiert sich damit zum einen in vermeidenden Verhaltensweisen und zum anderen in konkreten Schamgefühlen. Die Scham als Regulierungsmodus basiert dabei auf gesellschaftlichen Normen und Werten, die das jeweilige Subjekt internalisiert hat. Wobei die jeweiligen Normen und Werte zum einen dadurch wirkmächtig sind, dass sie gesellschaftliche Gültigkeit besitzen und machtvoll durchgesetzt werden, sowohl hinsichtlich der Internalisierung als auch der Sanktionierung, zum anderen aber jedoch und vor allem dadurch, dass sie von den jeweiligen Menschen selbst akzeptiert werden. In diesem Sinne betont Christoph Demmerling, dass gesellschaftliche Normen als Grundlage von Scham sowohl gesellschaftlich allgemein gültig sein, Allgemeinheit, wie auch individuelle Bindungskraft besitzen müssten. Für das jeweilige Subjekt gehören sie dabei zum Idealbild des eigenen Selbst, gegen das das reale Verhalten oder die Erscheinungsweise einer Person dann negativ abfallen kann. Ein Verstoß gegen gesellschaftliche Normen und Werte geht zum einen mit möglichen gesellschaftlichen Sanktionierungen, beispielsweise in konkreten sozialen Interaktionen einher. Zum anderen jedoch mit Schamgefühlen der betroffenen Subjekte, da gegen Normen und Werte verstoßen wird, auf denen das Selbstbild beruht. Schamgefühle stellen das Selbstbild, die Identität einer Person in Frage. In diesem Sinne formulieren Alfred Schäfer und Christiane Thompson, dass die Angst vor dem Schamgefühl nicht nur das Handeln strukturiert, sondern damit zugleich die ideale Figur eines gesellschaftlich geforderten Selbstverhältnisses bekräftigt. Im auftretenden Schamgefühl zeigt sich die Berechtigung dieser Angst, im konkreten Scheitern an den idealisierten Subjektivierungsmaßstäben. In ähnlicher Weise hält Neckel fest, dass sich im Schamgefühl eine Person vergegenwärtigt, in einer Verfassung zu sein, die sie selbst als mangelhaft und würdelos empfindet. Die Erfahrung von Schamgefühlen greift auf der Ebene des Individuums das Selbstverständnis an und stellt in diesem Sinne die Autonomie in Frage. Die individuelle Erfahrung von Schamgefühlen ist zugleich als Ausdruck eines gesellschaftlichen Verhältnisses zu verstehen. Sie treten in konkreten sozialen Interaktionen und Beziehungen auf und sind Resultat der Internalisierung gesellschaftlicher Normen. In diesem Sinne verweisen sie auf die jeweilige gesellschaftliche Wirklichkeit zurück und stellen eine internalisierte Variante gesellschaftlicher Sanktionen dar, die in konkreten Emotionen ihren Ausdruck finden. So formuliert Sikard Neckel, dass Schamgefühle eines Individuums immer schon eine Stellung inmitten eines größeren sozialen Zusammenhangs betreffen und damit den emotionalen Nexus zwischen Individuum und sozialer Struktur, zwischen der gesellschaftlichen Rangordnung und der eigenen Statusposition darstellen. Was heißt dies nun für die soziale Arbeit? Für eine soziale Arbeit, die sich auch als kritische Praxis verstanden wissen möchte, Fragezeichen. Mir scheinen intersubjektivitätstheoretische Überlegungen, wie die eben vorgestellten, vor allem nochmal den Fokus zu schärfen. Zunächst sensibilisieren sie für die prinzipielle Verletzbarkeit des Subjekts, für die Ausgesetzbarkeit und Ausgesetztheit des Subjekts. Darüber hinaus geraten jedoch zum einen die Bedingungen in den Blick, die dazu führen, dass Menschen systematisch in gesellschaftliche Lagen gebracht werden, die beschämend wirken, die ihre Subjektivität bedrohen. Zum anderen machen sie darüber hinaus jedoch auch darauf aufmerksam, dass auch die gesellschaftliche Ordnung in den Blick genommen werden muss, vor welchem Hintergrund bestimmte gesellschaftliche Positionen und Verhaltensweisen als positiv gelten und andere negativ konnotiert sind. Etwas anders formuliert: Es sind sowohl die Bedingungen zu analysieren, unter denen Menschen vor dem Hintergrund der geltenden Anerkennungsordnung sozial marginalisierte Positionen annehmen, als auch muss die Anerkennungsordnung selbst zum Gegenstand werden und damit das Regelsystem, unter den bestimmten Positionen, Verhaltensweisen und Leistungen mit gesellschaftlicher Anerkennung versehen werden oder eben nicht. Eine solche kritische sozialpädagogische Praxis müsste sich dabei vor allem auch immer wieder mit sich selbst beschäftigen. Sie müsste danach fragen, in welcher Form und Weise durch die soziale Arbeit selbst Beschämungen ausgelöst und Subjektivität unterlaufen wird. Dort, wo durch die Sozialpädagogik Subjektivität verletzt wird, scheint mir eine rote Linie überschritten.
Insgesamt scheint mir ein subjekttheoretisch informiertes Theorieprojekt, das sicherlich viel, viel weiter ausgebreitet werden müsste, dazu in der Lage, darauf hinzuweisen, in welcher Weise und Richtung die Wahrheit auf ihre Machteffekte hinzubefragen und die Macht auf ihre Wahrheitsdiskurse zu untersuchen wäre. Dies scheint mir lohnenswert, zumindest solange soziale Arbeit nicht nur Regierung sein möchte, sondern sich selbst als eine Praxis entwerfen möchte, die sich in der Tat der Aufgabe verschreibt, Zustände zu überwinden, jetzt nochmal Winkler, in denen die Existenz als Subjekt verhindert wird. Eine Praxis, die, wie Werner dies formuliert hat, nicht im Pessimismus versinken will, sondern sich weiterhin der Utopie vom Besseren als konkreter Möglichkeit verpflichtet fühlt. Danke. Wir haben jetzt gewissermaßen drei unterschiedliche, zumindest mal theoretisch unterschiedliche Zugänge zu einem, wenn es ihn gibt, generationsspezifischen Zugang zu einem kritischen Verständnis gehört. Ich habe mich jetzt die ganze Zeit gerade gefragt, was gewissermaßen die Klammer sein könnte, beziehungsweise wie man jetzt gewissermaßen diese unterschiedlichen Figuren jetzt zusammenbringt, ohne jetzt irgendwie den Anspruch erheben zu wollen, dass das irgendwie besonders plausibel ist. Habe ich mir aber zumindest gedacht, war das im ersten Vortrag ziemlich prägnant, dass es jetzt gewissermaßen wieder um die Rückkopplungseffekte zwischen Disziplin und Praxis, nämlich hier im Hinblick auf eine professionalisierungstheoretische Fragestellung ging. Bei dir, Cora, hätte ich das auch ähnlich gelagert, nämlich weil es nämlich um die Frage der Verschaltung zwischen Makro- und Mikroebene ging, letztlich eigentlich auch zwischen gesellschaftlichen Ansprüchen und einer Praxis. Und bei dir, Holger, ist es ja gewissermaßen, steht das Subjekt im Zentrum, was gewissermaßen sich aber auch gewissermaßen zu Wehr zu setzen hat, beziehungsweise als Projektionsfläche oder vielleicht eben auch als Möglichkeit, als Möglichkeitsraum in Erscheinung tritt, um vielleicht diesen gesellschaftlichen Praktiken etwas entgegenzusetzen. Also vielleicht, so unterschiedlich die Vorträge waren, vielleicht haben sie doch aber auch einen gemeinsamen Kern. Das war jetzt nur eine Andeutung und Anregung für eine Diskussion. So, jetzt machen wir die erste Runde und ich bitte um Wortmeldung. 1, 2. Dann würde ich die drei jetzt einfach erstmal zusammennehmen. Reinhard Hörstadt, glaube ich. Ja, genau. Das habe ich nicht ganz gesehen. Für diese anregenden Vorträge. Ich hätte an jeden Referenten, Referentin eine Frage. An Herrn Kloß würde ich gerne die Frage richten, wie Sie denn aus Ihren eigenen Forschungen am Ende sozusagen Ihrer Darstellung, nämlich der ethnografischen Forschung, das am Anfang, wenn die Daten, die Sie ja auch an die Hand geworfen haben, über den gesunden Menschenverstand gesagt worden ist, wie Sie das kritisch bewerten würden oder wie Sie das bewerten oder beurteilen würden, vor diesem Hintergrund, wenn Sie es einfach erstmal so stehen lassen, würden Sie da überhaupt Bezüge herstellen wollen zwischen der unterschiedlichen Figuren zu Beginn der 70er Jahre, sozusagen die Überwindung des gesunden Menschenverstandes durch die Wissenschaft und dann einer ethnografischen Forschung. So habe ich es zumindest verstanden und so habe ich es auch gelesen. Ja, das ist die Frage, die ich an Frau Herrmann gerne richten würde, das wäre, ich habe das sehr eingeleuchtet, wie wir das aufbauen. Die Frage wäre für mich lediglich, kann man das nicht einfacher machen? Also könnte eventuell also die Überlegung, die der wichtigen Überlegung des Unterworfenen und des Entwerfenden, mit der Sie ja Ihre Analyse bestritten haben, ob es da nicht erstmal einfach auf der Ebene, die Sie jetzt selber als relevantes Material dargestellt haben, ob es da nicht einfach erstmal auch eine Differenz von, sagen wir mal, von Piaget, Assimilation und Akkommodation an dieser Stelle täte, ist sozusagen im Rahmen von Spieltheorien aufgenommen worden und auch von
Prozesstheorien, von im Rahmen der Rezeptionsästhetik, also die Frage, warum sozusagen dieses, ich kann mir da doch ein Bedenken, aber warum dieses etwas schwierige zwischen Ruhr und Rechts. Und die dritte Frage an Herrn Schulze wäre, inwiefern ja, im Grunde in der ähnlichen Berufe brauchen Sie eigentlich Foucault. Nicht? Also wenn Sie dann hinterher sozusagen in dieser Weise bei der Sozialarbeit, sozialen Arbeit ankommen, die leuchten mir so ganz nicht ein, weil der Foucault sich eben auf einer Ebene bewegt, die auch kritisiert worden ist von einigen. Also die kritisiert worden ist als eine Ebene, die rein die Strategien thematisiere und nicht mehr die Praxis und die Praktiken der Leute, der Menschen, der Altersmenschen im Grunde erreiche. Also es scheint eventuell sehr schwierig zu sein, im Rahmen der von Herrn Kloß der favorisierten Ethnographie sozusagen an so etwas im Lichte von Foucault anzuhören. Das wäre meine Frage an Herrn Schulze. Wir sammeln erst noch Fabian Kessel. Ja, ganz herzlichen Dank. Also Feuilleton-Journalisten machen ja immer gerne aus drei neu erschienenen Büchern oder drei neu erschienenen Filmen gleich einen Trend. Insofern so ähnlich müssen wir das jetzt ja auch machen. Wir müssen sozusagen aus drei Vorträgen eine generationale Lage bestimmen. Und wenn man jetzt aber nochmal versucht, Tobias hat es ja gerade schon versucht, dann finde ich schon jetzt zumindest in der Inszenierung des heutigen Tages, ist es schon verblüffend, dass in diesem letzten, ich behaupte jetzt mal, das ist ein Panel, im Programm waren das ja zwei Strukturschritte, aber jetzt ist es ja so eine geworden, in diesem Panel hier zumindest auffällig ist, dass zum einen hier versucht wird, sozusagen Analyse und Materialbezüge zusammenzudenken, also wir sagen Theorie und Empirie, das ist mir immer ein bisschen zu simpel, was in den anderen nicht so deutlich war. War zwar einmal mehr Statement bei dir, Peter, und bei Holger und Cora auch eher sozusagen vorgeführt, aber du hast es zumindest auch gefordert. Zum anderen, was ich auch interessant finde, ist, dass jetzt hier und eigentlich zum ersten Mal heute Nachmittag die Position von Kritik ausgewiesen wird. Also das fand ich sozusagen bisher ganz interessant, dass die entweder sozusagen, entweder wurde historisch rekonstruiert, was natürlich auch berechtigt ist, manchmal wurde sie sozusagen nur hinterfragt, ohne sie selber auszuweisen. Und hier wird sie jetzt ausgewiesen und nicht nur ausgewiesen, sondern man ist sich dessen auch nicht sicher. So, das finde ich jetzt schon nochmal zwei Momente zumindest, wo ich mich frage, könnten die nicht spezifischer sein für eine aktuellere Diskussion? Das wäre sozusagen die generelle Frage. Und dann habe ich nochmal, ob ihr das sozusagen mitgeht. Und dann hätte ich nochmal eine ganz konkrete Frage an dich, Peter. So ein bisschen bin ich mir nicht sicher, ob sozusagen deine Forderung nicht in eine weitere Reproduktion von Detailwissen läuft und ob wir nicht eigentlich, ja, wir wissen ja auch ganz viel inzwischen, also Professionalitäts- und Professionalisierungsforschung aus Mikroanalysen, Interaktionsanalysen, Konversationsanalysen, Ethnographie und so weiter und so fort und ob, also und natürlich aus Wirkungsforschung und so weiter, ob es nicht eigentlich fast mehr darum geht, sich die Prozesse der Vermittlung von all dem Wissen und der Rezeption von all dem Wissen nochmal anzugucken, also ob man nicht außen Weiterbildungsforschung eigentlich machen muss. Und zum anderen aber auch eine Praxis der Außenweiterbildung selbst nochmal sich angucken müsste. Also sozusagen, wo sind eigentlich die Orte, wo sich darüber auseinandergesetzt wird und auch um etwas provokant zu sagen, ist es nicht manchmal relativ wurscht, ob ich mich sozusagen an einem rekonstruierten konversationsanalytischen Muster abarbeite oder an einer zeitdiagnostischen Rahmung oder an Lokusindikatoren, wenn ich mich sozusagen über Dinge reflexiv auseinandersetzen muss. Und geht es dann nicht mehr darum, die Räume sozusagen zu schaffen und gar nicht immer darum, welches Datum empirisch ich da jetzt gerade detailliert zur Hand habe. Von der Reihenfolge der Vorträge gab es so ein bisschen das Gefühl, zumindest von mir, dass es einen Anstieg gab in dem Ausmaß, wo man der Idee, dass man einen begründungstheoretischen Versuch von Maßstäben sich hingeben soll,
dass es angestiegen ist. Von Peter, der das wirklich relativ explizit abgelehnt hat, so habe ich es zumindest verstanden, bis zu Holger, der das macht. Ich bei Peter ganz kurz mit dem ethnografischen Blick oder Idee von der normativen Professionstheorie und den Maßstäben wegzukommen. Und so habe ich verstanden, dass du explizit sagst zur Frage, was tun die eigentlich? Eine ganz banale Frage, ist dann Professionalität all das, was Leute, die sich selbst als Professionelle beschreiben, tun? Ist das Professionalität? Das glaube ich nicht übrigens. Die tun sehr viele Dinge, die man nicht unbedingt als Professionalität beschreiben muss. Aber ist dann die Gefahr drin, dass man das sozusagen gar nicht mehr auseinanderfliegen kann, wenn man das konsequent so vor. Die zweite Frage an Cora, das war sehr überzeugend zum Schluss, sagst, das ist eine Kritik ohne Alternativprogramm dazu, zu haben. Somit zeigt das nur auf, aber jetzt mal ganz ehrlich, steckt das Alternativprogramm nicht schon in den Analysen drin. Sie werden den Markt unterworfen, ich sagte das implizite Alternativprogramm, sie sollen nicht den Markt unterworfen sein. Ihr Urteil orientiert sich nicht an den Bedürfnissen der Subjekten, sondern an managerialen Vorgaben. Es wäre besser, wenn Sie sich an den Perspektiven der Subjekte orientieren müssen. Das muss man dann dazu schreiben, das steckt doch in den Kategorien schon drin. Das meine ich mit Big Categories, das steckt doch. Das Alternativprogramm ist damit implizit schon gegeben. Und ich sage, es könnte auch anders sein, die Alternative, sie könnten sich noch stärker an managerialen Aspekten orientieren oder noch deutlicher nach Marktlogik hingehen. Es ist doch in keinster Weise in der Vorlage angelegt gewesen. Daher glaube ich, so wie du es dargestellt hast und in der Form ist, sagen wir, das Alternativprogramm in der Analyse implizit angelegt. Da glaube ich, ist eine Scheibe von Holger, der einen begründungstheoretischen Versuch macht, nämlich warum denn eigentlich, ne? Weniger was ist Kritik, sondern warum denn eigentlich, ne? Gar nicht so gut. Ich weiß gar nicht. Nicht genug, okay. Nicht genug. Wir sind dran. Ja. Ist das, was Professionalität Professionalität. Genau diese Frage hat Dieter Mittel irgendwann mal aufgeworfen und hat sozusagen dafür aufgefordert, das differenztheoretisch zu betrachten. Aber genau das war mein Versuch darzustellen, dass es eben nicht reicht, sozusagen nur zu beschreiben, den Hüftschwung als etwas, sozusagen als eine professionelle Handlung, sondern sozusagen dies gebunden an ein professionelles Feld zu beschreiben, wo sozusagen in Interaktion zwischen professionell Agierenden und professionellen, anderen professionellen Akteuren. Und dazu gehört genauso die Theorieentwicklung, etwas wie Professionalität hervorgebracht wird, gemeinsam hervorgebracht wird. Und dazu braucht es natürlich, da habe ich die Frage nicht ganz verstanden, natürlich den gesunden Menschenverstand, braucht es Theorieentwicklung, braucht es empirische Untersuchungen, aber nicht sozusagen die einfache Behauptung, ein Mehr an Theoriewissen würde sozusagen die Professionalität der sozialen Arbeit erst hervorbringen. Und das war sozusagen meine Kritik auch an einer Auseinandersetzung der Debatten der 70er Jahre oder die der Kindheitspädagogik aktuell, die teilweise so tut, als wenn wir sozusagen akademisch ausgebildete Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen bringen, sie sozusagen in einen professionellen Habitus einsozialisieren und somit das Problem der Professionalität gelöst sei. Und das war ein Versuch sozusagen, da ein bisschen gegenzureden. So kann quasi die Beschreibung des Hüftschwungs nur eine Möglichkeit sein, sozusagen anders zu denken, eine Blickschneise sein, sozusagen andere Beschreibungen von Professionalität hervorzubringen. Neben anderen, die möglicherweise auch empirisch oder theoretisch Gültigkeit haben. Ich habe dafür mehr Entspannung plädiert und Netzarbeit. Okay, Herr Kessing.
Die erste Frage an mich habe ich verstanden als, wozu brauche ich Foucault? Wozu brauche ich Foucault und Reckwitz, um die Ergebnisse zu den Ergebnissen zu kommen, die ich in Kürze skizziert habe? Aus meiner Perspektive wird die Möglichkeit zu gucken, auf die Weise zu gucken, wie ich es getan habe, erst möglich über die theoretische Kontextualisierung. Und es ist zugleich eine Erklärung dessen, oder es ist eine mögliche Folie sozusagen für mich gewesen, bezogen auf die Ergebnisse, die ich erhalten habe. Deine Anmerkung, deine Empfehlung war ja zu sagen, das reicht so nicht, also mit der Perspektive zu schauen, mit der Kritikfolie entwerfe ich zugleich ein Alternativprogramm. Da kommt man nicht ganz raus, ja, stimmt. Oder es gibt ein Tertium dazu, sozusagen ein drittes, jenseits dessen, was gefunden wird und dem, was sozusagen implizit schon nicht mehr drin ist. Also meine Perspektive war also an der Stelle zu zeigen, was entfaltet sich aus meiner Sicht, was zeigt das Material, um darüber einen Diskurs, eine Auseinandersetzung zu ermöglichen, dass mit dem Gucken, mit dem Generieren von Ergebnissen, also beeinflusse ich zweifelsohne. Ich nehme mal die beiden ersten zusammen und Holger hat da ja auch was dazu gesagt, und zwar zu der Frage nach der Kritik. Als ich den Titel der Veranstaltung gelesen habe, klang mir daraus ein klares Selbstverständnis, dass Sozialpädagogik Kritik als Praxis sei. Und vielleicht liegt das an der Generationenlage, das weiß ich nicht so genau, das müsste man vielleicht dann empirisch untersuchen, braucht man vielleicht auch nicht. Ich habe mir erstmal gedacht, naja, ist das denn überhaupt so? Natürlich können wir das in der Selbstbeschreibung der sozialen Arbeit immer wieder finden. Aber in der Tat habe ich nochmal bei Foucault reingeschaut, um zu fragen, was ist denn eigentlich Kritik? Und in der Tat nochmal die Frage zu stellen, wozu auch Kritik? Also auf was muss Kritik quasi zielen? Das schien mir eine Frage zu sein, die man erst nochmal stellen muss. Und ich halte das für auch ganz wichtig, dass wenn Sozialpädagogik etwas ist, was sich da doch relativ tief in die Lebensverhältnisse von fremden Menschen einmischt, also es ist ja eine ziemliche Dreistigkeit eigentlich, dass das hochbegründungsbedürftig ist. Und wenn man dann auch noch darauf hinwirken möchte, gewissermaßen diese gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern, dann scheint mir das auch hochbegründungsbedürftig zu sein. Und deshalb habe ich dann nochmal reingeschaut. Mir schien die Antwort, die ich bei Foucault gefunden habe, erstmal ganz zufriedenstellen, um damit für heute zu arbeiten. Ob ich den in Gänze brauche und ob ich mit dem in Gänze so klarkomme und in Gänze mit dem, was ich danach vorgestellt habe, so gut harmoniert, da bin ich mir selbst nicht so sicher, das müsste man nochmal schauen. Aber die Frage und die Antwort, also die Frage, die er aufwirft und die Antwort, die er gibt, die ich für heute hier genommen habe, mit der konnte ich erstmal ganz gut arbeiten. Das ist vielleicht ein bisschen pragmatisch. Aber in der Tat, ich finde, diese Frage, die stellt sich erst einmal, insbesondere auch dann, und die stellt sich für mich dann auch als eine empirische Frage, in der Tat. Also, und da würde ich sagen, am Anfang ist das schon mal irgendwann aufgekommen, dass die neueren empirischen Projekte so theorielos sind, das würde ich vielleicht gar nicht erst so teilen, und wenn das so wäre, das weiß ich gar nicht, ob das so ist, dann würde ich das auch als problematisch sehen. Ich glaube, dass gewissermaßen genau vor diesem Hintergrund Empirie über die sozialen Verhältnisse informieren muss und vor dem Hintergrund dann eben auch eine kritische Praxis einsetzen kann. So würde ich vielleicht erstmal verbinden. Okay, wir schaffen noch eine Runde. Da hinten gibt es eine Wortmeldung. Wer möchte noch? Letzte Chance. Hier. Ich würde mich auch nochmal drauf. Und dann du und dann. Ja, bitte. Ich würde fragen, was passiert, wenn ich den Titel der heutigen Veranstaltung umdrehe. Wenn ich frage nach Praxis als Kritik und die drei letzten Rednenden möchte ich fragen, was tut man mit Beobachtungsbefunden in empirischen oder ethnografischen Studien, in denen sich gute oder sagen wir es genügend gute Praxis zeigt. Es gibt von Titus Stahl das Konzept der immanenten Kritik.
haben können. Und das würde mich interessieren, was jetzt Sie zu diesen Gedanken sagen. Es hat auch von mir nochmal an alle drei der Formierenden, aber jetzt gerade an die Seiten oder in der Antwortrunde, nochmal Peter Kloß, Plädoyer für mehr Entspanntheit, ist auch nochmal herausgefordert, nochmal nachzufragen. Ich würde da ein Plädoyer auch für sozusagen einen entspannteren Umgang oder auch für eine stärkere empirische, auch ethnografische Betrachtung von Professionalität anstelle einer strategisch normativen, vielleicht auch sozial- oder fachpolitischen Überfrachtung teilen. Ich bin auch selbst gerade ethnografisch unterwegs, zum Beispiel mir die unmittelbaren Praxen wirkungsorientierter Steuerung anzuschauen. Und da kann man natürlich jetzt auch sagen, ich kann in dem Moment anfangen, von Professionalität zu sprechen, wo ich in den Handlungsvollzügen so etwas wie vielleicht professionalisierungsbedürftige Praxen finde, und die vielleicht auch in einem Spannungsfeld, wie es Böhmermann sagen würde, zwischen sozusagen der Autonomie der Praxis oder der bürokratischen Anforderung sehen. Aber am Ende, wenn ich von Professionalität spreche, brauche ich ja doch einen Namen dafür, ob es jetzt sozusagen eine reflexive Praxis ist, ein reflexives Professionsmodell, was ich vielleicht rekonstruieren kann, finden kann, oder ob es technokratische Professionalität ist, oder ob es bescheidene Professionalität ist. Und dafür, für den Punkt, brauche ich noch eine Menge Theorie, um das deuten zu können. Und ich kann sozusagen gar nicht anders denken, wenn ich nicht rein soziologisch denken will oder rein interaktionistisch oder rein manchmal auch erziehungswissenschaftlich auf dieser Mikroebene. Dann muss ich doch sozusagen irgendwie eine Idee dafür haben, für welches Professionsprojekt es sich lohnt, zum Beispiel Ausbildungen zu machen, zum Beispiel im Studium Inhalte und dann natürlich vermittelt über die Reflexion dieser Inhalte zu einer besseren Praxis zu kommen. Also, oder denke ich jetzt ganz anders als du, würde ich mal deine Meinung nochmal gerne zuhören. Ich ziehe meinen Beitrag zurück. Und dann habt ihr jetzt das Schlusswort dieses Panels. Ja, dann die letzte Frage war ja direkt an dich gerichtet und ich würde sagen, entspannt bin ich auch deswegen, weil ich weiß, dass ich aus diesem Dilemma gar nicht rauskomme. Wenn ich mich mit professionsbezogenen Fragen beschäftige, werden immer sozusagen Bewertungsmaßstäbe aufgerufen. Ob ich jetzt sozusagen mich auf Lau-Berufe oder auf Otto-Berufe, ob ich reflexive Sozialpädagogik nehme oder stellvertretende Deutung, muss ich sozusagen mit diesen Folien, die diskutiert worden sind, empirisch ausbuchstabiert sind, theoretisch weiterentwickelt sind, arbeiten und muss sie immer wieder sozusagen an mein Material auch anlegen können, aber ohne, dass ich sozusagen ohne dass sie sozusagen das Material kolonialisieren oder sozusagen nicht mehr in andere Richtungen deutbar machen lassen. Und so kann ich dann quasi natürlich auch etwas identifizieren, was möglicherweise mehr als ein Hüftschwung ist, eine Beschreibung ist, die sozusagen versucht nachzuvollziehen, wie bestimmte Beschreibungen, zum Beispiel in der Kindheitspädagogik, wie Kinder sich als Aktive in der Kindertageseinrichtung darzustellen haben, wie über Beobachtungsverfahren diese Beschreibungsweisen von Kindern sozusagen im Vollzug wieder hervorgebracht werden. Und so kann ich sozusagen dann mit diesen vielen verschiedenen Folien auch arbeiten. Und muss mich natürlich empirisch immer entscheiden, welche Folien ich sozusagen stärker favorisiere. Aber das ist, da wäre ich entspannt, immer eine auch empirisch gegenstandsbezogene Entscheidung. Mir ging es um eine Problematisierung oder um eine kritische Perspektive auf das, was sich zeigt in der Praxis, mit dem Ziel, sozusagen dieses Ergebnis in die Praxis zurückzugeben und darin arbeiten zu lassen und darin, weiß ich nicht, mit den Ergebnissen was Eigenes zu entwickeln, da eine Form der immanenten Kritik zu ermöglichen. Also das war. Ja.
Vielleicht zum Abschluss nochmal, ist vielleicht mir nochmal wichtig darauf hinzuweisen, dass ich den ersten Schritt, den ich versucht habe zu machen, zu sagen, dass soziale Arbeit in ganz, ganz vielen Weisen überhaupt gar nicht auf Kritik zielt. Sie zielt 95% wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob man das ausmessen kann, erstmal darin, die bestehende Ordnung zu erhalten. Und da wäre, glaube ich, auch aus meiner Perspektive nochmal ganz genau zu gucken oder selbstkritisch zu gucken, danach zu fragen, wo dort aus meiner Perspektive Subjektivität verletzt wird. Wenn ich beispielsweise im Kontext von Tafeln, Lebensmittelausgaben und all diese ganzen Dinge schaue, dann kann ich das ja massenhaft finden. Ja? Ich muss jetzt nicht sagen, das ist ein klassisches Feld der sozialen Arbeit, aber Caritas und Diakonie sitzen da ja in gutem Boot und in anderen Praxen kann man das auch finden. Ja? Also da noch mal zu schauen und darauf kritisch zu gucken und eben nicht zugleich zu sagen, naja, Sozialpädagogik ist in der Tat Kritik als Praxis, sondern eher nochmal zu schauen, naja, wo muss ich Sozialarbeit eigentlich kritisch mit sich selbst beschäftigen. Das scheint mir dann auch vor dem Hintergrund einer informierten Perspektive der erste Punkt zu sein, damit Kritik nicht zu kritteln wird. Ja? Also man kann natürlich ganz, ganz viel so etwas wie eine pseudokritische Position einnehmen, aber ich glaube, damit das Kritik ist, muss das anders theoretisch auch begründet sein und muss mit einer fundierten dann auch Empirie einhergehen. Vielen Dank an die Runde und